los geht's. Erstmal die Behind the Scenes. So, liebe Freunde, einen guten Abend. Wir sind jetzt hier gerade im Keller von meinem Dad. Und wir bauen jetzt eine Location auf, weil wir morgen früh einen Musikvideodreh haben und keine andere Location gefunden haben. Wir werden nämlich heute... Auch der Klassiker, absoluter Klassiker, dass man irgendwo drehen muss im Freundeskreis, weil es einfach nicht geklappt hat mit den bezahlten Locations und mit den Dingen, die man sich vorgestellt hat. Eminem, die Stan machen. Das heißt, wir müssen hier noch so einige Sachen aufbauen. Dieser Keller ist wirklich schon jahrelang nicht berührt worden. Wir sind alle gerade hier. Vorsicht, nicht die Wand anfassen, da sind überall riesige Spinnen. Angelo, du hast gerade bei eBay Kleinanzeigen noch einen Röhrenfernseher besorgt. Mal sehen, wie groß Jules ist im Vergleich zu mir. Ich habe noch ein paar Röhrenfernseher besorgt, auf jeden Fall, die gehe ich jetzt abholen. Also merkt euch, wie der Raum hier aussieht. Vielleicht kann man gleich noch mal ganz kurz zeigen, wie der aussieht. Und dann, wie er dann später aussehen wird, im Film. Let's do it. Das war auch krass zu sehen. Wir haben ja das Video gesehen, wie viel die da gemacht haben und was da alles los gewesen ist. Dass es halt irgend so ein Kellerraum ist. Du kannst aus Kellern so oft so geile Locations machen mit ein bisschen Licht und vor allem mit Requisiten. Das macht so unfassbar viel aus. Ich werde gleich mir ganz viele Bilder angucken von gezeichneten Monsterbildern. Das ist ja nicht wohnbar, ne? Nee, nur schwarz und rot zum Beispiel für die Augen, wenn ich mal irgendwie rote Augen malen will. Sehr, sehr geil. Dann haben wir... Sehr, sehr geil. Was ist das denn? Was ist das? Das ist ein Gott, ja. Das finde ich ja auch krass, dass sie das dann alles da, ich meine, das ist cool, zusammen die Requisiten zu machen. Super coole Idee. Weil dann ist man so auch schneller fertig. Aber beim normalen Film ist es eigentlich so, du hast eine Person, die das macht und das ist der Job von dieser Person und die bereitet das vor und dann kommst du ans Set und dann hast du die Sachen alle. Aber hier ist einfach Teamwork, finde ich super. Oh, das sieht fett aus. Ja. Das ist also, fett. Da würde ich auch sagen, das ist sowas immer ist geil, fachmännische ja. Hilfe. Ja, du sollst eine Therapie machen. Findest du meins, was ich währenddessen gemacht habe? Das erinnert mich an meine Erdkunde-LK-Stunden. Das hier sind die Fenster in den Kellerraum, wo wir drehen. Und wir haben da und hier zwei Lampen von draußen, die den Blitz simulieren werden. Oh. Mit Donner! Lol! Ich hab mich erschrocken, ich hab mich ganz doll erschrocken! So sieht die Location jetzt aus. Ihr habt ja schon einen Blitztest gemacht. Sieht überkrass geil aus. Respekt, Respekt. Wir müssen jetzt hier sitzen, wir werden alle in den anderen Raum sein. Dann lassen wir die einfach performen. Es ist auch viel nicht Musik, ne? Ich würde echt gar nicht so viele Lines mitsingen lassen. Es kommt noch artiger. Ah, ich find's fett. You only make you feel like you could never leave. Do the same, we can't go back. This is all we need. Aber da merkt man es mal wieder. Es ist so eine kleine Location. So wenig Platz und die haben den Raum, ich meine, der wirkt ja auch nicht riesengroß, aber der wirkt halt größer, als er ist mal wieder. Und das ist oft das Gegenteil. Meistens wirken Räume kleiner, als sie sind, wenn sie erstmal mit der Kamera aufgezeichnet werden. Vielen Dank, Andy Social. Hier hat alles angefangen, Songs der Wohne. Kaya stand hier, Kaya, na, und hier haben wir alles durchgelöchert. Und so sieht es gerade aus. Was schön, hat mein Dad wieder irgendwie selber repariert, weil wir zu langsam waren. Nee, Story ging noch viel früher los, denn oben war ja das Raumschiff, das Ehrenmann auf der Galaxy. Das haben die da gemacht. Aber auch hier, guck mal, wie genial einfach. Irgend so ein Zimmer genommen, das leergeräumt und da sowas reingebaut. Wahnsinn. Die ANUS 1 war da oben. Jetzt drehen wir quasi zwei Etagen tiefer. Dieses Haus ist einfach nur noch Kulisse für uns. Ne? Und da hinten, hinter dem Busch, haben wir eine Szene von Marky Robbe gedreht. Die Zeltszene. So, du als Mann. Ich fühle das ein bisschen zu sehr. Ja, du wirst auch sehr toxisch gerade. Gib mal ein bisschen Distanz. Bist du toxisch, ha? Süße. Julia ist Mann, Alter. Ey, schmecke! Anders kann ich nicht. Zeig mal. Nee. Nein, immer. Ist dir noch nie aufgefallen. Immer wenn du sagst, ich soll was sagen, dann mach ich es erst recht nicht mehr. Ja. Weil ich dann weiß, dass es irgendwas. Danke. Ich zeig Gött. Ja, die packen immer rein, dann riechen die immer so wie. Ja, mach mal. Nee, dann hast du so komische Szenen von mir.
Als hättest du nicht schon genug komische Szenen von mir. Wie findest du den Jungen? Den Jungen? Bist du Links- oder Rechtsträger? Träger? Gute Frage. Ach so. Rechts. Weißt du, was das bedeutet bei Jungs? Ja, auf welche Seite man. Ja, weißt du, was die rechte Richtung heißt? Achso, ist falsch? Okay, dann links. Das Spaß, ist das? Und du? Ja, genau mittig. Es geht gleich genug, das ist mittig. Bei ihm ist er nach oben. Klappst du mal so nach oben? Oder so hinten rein? Ich klemme immer so unter den Gürtel. Ich mag das. Das kann ich verstehen, das finde ich auch ganz geil. Eigentlich müssen wir echt so ein Video machen, How to be Yoga, und ich bringe dir so ein paar Sachen bei. Schneider, ne? Die Schneider? Ach, der Vater, das wird bestimmt interessant. Schneider fragten die Männer, ob sie Links- oder Rechtsträger sind, damit die dann den Schnitt irgendwie der Hose so anbleiben. Ach, krass. Da kommt das. Und was geht denn da sonst ein? Mein Dad hat immer diese random Facts. Ich kann mir noch was lernen. Das sind wichtige Fakten fürs Leben. Eier rasiert oder nicht? Was ja, ja, immer. Safe. Ach, auch. Das vergisst die meisten. Echt, denkst du? Alles gut. Was ist dein Bodycount? Mein Bodycount? Mhm. Ey, mindestens 250, ja. Ich hab irgendwann aufgehört zu boah. Boah, Bruder, was ist los? Und du? Deiner? Ach, null. Oh nein! Oh nein! Was ist Bodycount? Was ist Bodycount? Viele. Was ist Bodycount? Wenn du mit jemandem geschlafen hast, geht dein Bodycount um 1 nach oben. Das heißt einfach, mit wie vielen Menschen man geschlafen hat. Ach so! Was ist deiner? Das sage ich jetzt hier nicht öffentlich. Ein vernünftiger Mann. Gibt's heutzutage nicht mehr solche Zahlen. Fantasiarden. Ah ne, jetzt trage ich gerade links. Brauchst du vielleicht eine Unterstützung? Das ist mir zu klein, kann man muss ich alles sagen. Hochladen? Ja, doch. Ich hab, ja, weiß es doch, nicht. Das kann man hochladen. Ja, muss. Guck mal. Krass. Also wenn Julia sagt, man kann was hochladen, dann kann man es definitiv hochladen. Ich glaube, ich kenne wenig Leute, die so viel Stress hatten mit YouTube-Regist-Begrenzungen. Sie hat ja mal eine Zeit lang keine Kommentare angezeigt bekommen, beziehungsweise man konnte keine Kommentare mehr bei ihr schreiben, weil YouTube ihren Kanal als für Kinder eingestuft hat. Und da ist super viel Scheiß passiert damals. War richtig doof für sie. Ja, irgendwann haben sie es anscheinend wieder umgeswitcht. Das konnte man damals nicht selbst entscheiden. YouTube hat die Kanäle selber eingerankt und hat gesagt, das ist ein Kanal für Kinder, das ist ein Kanal für dies, das. Und wahrscheinlich war ihr Publikum damals so jung, dass YouTube gesagt hat, nee, Kinderkanal, jetzt dürfen keine Kommentare mehr geschrieben werden und das und das und das. Keine Werbung mehr geschaltet, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was da damals alles bei ihr los war. Aber ja, da gab es mal eine Phase, wo YouTube so ein bisschen sich umgestellt hat und da war sie ganz schön von betroffen. Du bist so ein toller Mann. Mega krass. Ja. Welche Frau würde Julia daten, wenn sie ein Mann ist? Alle, oder? Welche Männer? Ja, jede. Stimmt. Ich glaub, jede, die nicht bei 2 auf dem Baum ist. Bei 2? Bei 2. 1, 2. Ich nehme euer Lächeln, doch ich komm nicht allein. Wer mein Schatten, der ist immer dabei. Zwischen Wollen und Wirklichkeit. Ich hasse es, um zu sein, es ist geil. Mein Gott, ich bin hier alle eingesperrt. Yo. Aber es ist schon cool. Also dieser Keller sieht auch einfach wirklich gut drehbar aus, wenn man diese schönen älteren Häuser hat. Super. Oh. Das hat gestern Nacht noch gebaut. Ach, sie hatten Julia damals zu jung geschätzt. Alles klar, alles klar. Baut. Scheiße. Was ist sie denn auf einmal für ein Psycho? Was? Ich glaube, Julia wäre eher so ein Justus. Nein, nee, ist ein Justus. Nee, nein, nein. So Jeff Dyer ist er. Jeff Dyer. So, Julius Justus ist wieder am Set angekommen. Und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Seid ihr diese Fernseher, ne? Irgendwer hat sie immer noch zu Hause rumstehen. Aber wenn du einen für einen Day brauchst, hat keiner einen. Es ist immer das Gleiche. Ready? Wo ist die Kamera? Kannst du gleich so auf, so wie Männer das so machen, so hier entlang gehen? Jetzt wirklich so? Ja, Männer stehen ja meistens immer so, dass sie so wippen. Und dabei kratze ich mir dann auch noch am Sack. Ja, genau. Und ich halte ihn so fest. Ja. Einfach so rappen einfach. Männer lachen nicht so hoch. Gegenhauen, dann will so abreißen. Genau dann kommt der Blitz. So ein männlicher Blitz, aber bitte. Ja, okay. Joey, einen männlichen Blitz. Ja, bitte. Hier fühle ich mich wohl. Okay, muss ich auch sitzen, die Sonne gar nicht.
So sitzt jeder Mann. Okay, wir machen erstmal eine Fahrt nur drauf zu. Ich lasse den Song laufen, du musst gar nicht so mitsingen. Es geht eher nur ums Feeling so, ja? Yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work, collect the fuck the fame. Up in the step while... Das sieht schon wieder so cool aus und das ist jetzt ja wirklich nur mit irgendeinem fetten Filter und einem Handy wahrscheinlich von der Seite gefilmt, weil der Raum gut aussieht. Boah, mega, Alter, heftig. Julia war ein Jahr alt, dass der Song rauskam. Ja. Ein Jahr, die war so klein, Digga. Ja, okay, Einjährige sind nicht so, doch so. So. Doch, Einjährige sind so. Ja. Höchstens. Ja, vielleicht doch. Sollen wir erstmal aus nach vorne fixen? Aber hier seht ihr auch, wie viel Arbeit da wieder drin steckt, ne? Also, dass hier die ganze Zeit nochmal die Haare nachgenässt werden, nachgestylt werden. Das ist gerade bei Musikvideos so wichtig, weil du so viel Zeit vergehen lässt zwischen den einzelnen Shots. Ne? Du hast eine Performance und dann kann es sein, dass der nächste Teil der Performance 2 oder 3 Stunden später gedreht wurde. Das ist noch wichtiger, dass man immer stylmäßig gleich aussieht. Fokussieren, weil wenn wir von hinten shooten, würde ich vielleicht mal gucken, ob wir nicht noch 4, 2, 3 Bilder dranhängen. Von der Seite. Du kannst auch mal sowas machen. Ne? Mach so. Einfach. Ja. Und dann so auch das Bild hinten, diesen Gang da. So. Ach, das ist krass. Das heißt, da gab es auch keine... kein Storyboard für, das haben sie auch improvisiert. Natürlich auch ganz schön tricky in so einem engen Raum, weil da musst du viele visuelle Ideen haben, um nachher die spannenden Bilder zu haben. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Das heißt aber, dass die andere Seite auch gut aussehen muss. Sie sieht jetzt gerade noch halbwegs gut aus. Das ist mein alter Stoff, der hier, ein Domo-Kunde. Die machen das, Jungs, ne? Die machen das gut, ne? Machen die gut, Jungs, die machen das gut. Also das, ne? Es ist immer so... Guck mal, so easy zu sehen hier. Das sieht einfach sehr, sehr cool aus. Man, wir haben es ja schon gesehen mit dem Licht und allem, dass das hinten da in den Schatten so abfällt. Und dann mit den Blitzen, schön gemacht. Da können wir noch mal eine Perspektive machen, wo du auch manchmal ein bisschen mehr hochguckst. Und auch mal so, verdammt, so scheißt auf einmal. Und auch mal so im Kopf so. Ich, okay. So. Mega nice. Wir haben gerade geredet darüber, dass sie jetzt so Streamer werden will, so, wenn sie ein Junge wäre und dann hätte sie einmal ein Junge, ja? So. Kannst du mal in die Kamera gucken und sagen, ach Schmutz, Digga. Mach mal. Ich kann das nicht. Na doch, mach mal. Schmutz, Digga, ohne Can. Ja, dann machen wir mal weiter hier, ne? Alles klar, denk an die Eier. Guck mal, ich schlag so mein... Krass, wie lang ihre Haare geworden sind. Also hier, das ist ja wirklich Wahnsinn. Sollen wir heute dann mit Julius in die Antoniostraße gehen? Sollen wir Antoniostraße gehen? Ey, ja, ich schwöre, lass mal. Was gibt's in der Antoniostraße? Ich weiß es nicht. Meine Kollegen arbeiten. Ich, ja, haben die geile Chayas? Ja, haben Chayas. Ah, okay. Die schäben mich. Verstanden. Merkt man ja. Wo hättest du den Bilder gerne hin, du? Da. Also ich reiß jetzt einfach ab. Genau. Und das ist der Shot, ne? Genau, lass dir mal Zeit. Reiß mal ab so. Das letzte Bild liegt noch vorne. Guckst du dir also an so. Immer so drauf. Du machst auch kaputt, du bist auf dem Boden. Kann ich auch ein Bild durchreißen? Ja. Oh. Soll ich mir noch die Flasche hier in die Hose machen? Hab ich. Hier musst du dann einfach geschlaucht. So 4 Flaschen bis dahin. Ja. Kann sie dieses Buch einmal lesen? Das ist halt auch so geil, wenn du in irgendwelchen Wohnungen drehst und was die Leute da alles rumstehen haben, das passiert ja einfach. Also man dreht ja, wenn man in Wohnungen dreht, sehr selten in festen Sets, sondern du kommst in Privatwohnungen, die Leute bekommen Geld dafür, dass du da arbeiten und drehen kannst und du findest immer so abgefahrenes Zeug. Das kannst du natürlich nicht einfach in deinen Filmen nutzen. Ich meine, hier schon, ne? Ist ja hier die Wohnung von Jules Vater, da werden sie das machen können. Aber man findet dann manchmal so abgefahrene Bücher und Sachen, wo man halt auch auf einmal etwas über die Bewohner des Hauses erfährt, was man vielleicht gar nicht wissen wollte. Aber ja, es
ist schon immer lustig. Man würde solche Sachen einfach nicht irgendwo anders finden. Aber du gehst halt in die Privaträume von Menschen, um da zu drehen. Und es bleibt nicht aus, dass man Sachen bewegen muss. Also es geht gar nicht darum, dass man irgendwie rumschnüffelt. Das finde ich auch total daneben. Sondern, dass du einfach, hier, wir müssen da noch eine Lampe reinbauen, dann müssen wir jetzt die Bücher rausnehmen. Dann hast du die Bücher in der Hand, dann kommen zwischen den Büchern vielleicht irgendwelche alten Fotos raus, die du gar nicht sehen wolltest. Aber man kriegt dann einfach unfreiwillig manchmal solche Einblicke, vor allem, wenn die Bewohner nicht selber da sind, wenn man dann halt sonst fragen kann, können sie das mal wegräumen? Aber natürlich gibt es bei solchen Drehs auch immer Ansagen, was du machen kannst, was du nicht machen kannst, wo du rein darfst, wo du nicht rein darfst, da hält man sich auch dran. Aber es kommt halt immer mal vor, dass du Möbel bewegen musst oder Sachen umräumen musst. Und ja, manchmal fallen einem da Dinge in die Hand, die man gar nicht finden wollte. Die braucht das nicht als Buch, die weiß das ja, ist ja so männlich. Ich war mal du und sah die Welt mit deinen Augen. Du musst jetzt lernen, in meinen Schuhen zu laufen. Und safe wird das kein Sprint, eher ein Marathon. Zu dem alle anderen Kinder mit einem Fahrrad kommen. Ja, geil. Ey, das war's. Okay. Yaminem ist abgedreht. Das ist jetzt alle so. Ja, schöne Sache, also schönes Ding. Ich fand das auch, es war auch ein gutes Video. Auch wenn sie, ne, die waren ja nur in einer Location, haben halt, ich meine, die haben ja noch zwischen der anderen Geschichte hin und her geschnitten. Die hatten nicht so viel visuelle Auswahl, aber dadurch haben sie halt mit, das haben sie alles wettgemacht mit Requisiten, mit Lichteffekten, mit den Gimbal-Shots. Das ist schon wirklich sehr schön geworden.